Asterix, haben die im Dorf schon das Bankett vorbereitet? Ich sage immer nur ans Essen. Natürlich. Essen ist das Wichtigste im Leben, Herr Asterix. Wann noch einer so lange reisen, wie Sie haben. Das ist ja auch richtig, aber der Herr Obelix sollte sich vielleicht daran erinnern, dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt, außer Hingesteine, Wildschweine und Römer. Und die wären dann was, Herr Asterix? Wie wär's denn mal mit der Ausweispapiere, hm? Na, sag doch mal, spreche ich Griechisch rückwärts oder wie? Ausweispapiere, aber itze! Ausweispapiere in unserem eigenen Wald. Der Spinn von der Römer. Jetzt auch noch Frischwärme oder wie? Ich kann das vorstellen, aber alle beide. Asterix, Gaia. Ich bin Obelix und ihr seid wer? Legionär Claudius Saxus. Erste Legion, dritter Korps. Der Dingel, na gut, das tut jetzt hier nicht unbedingt was zur Sache, aber jedenfalls, mein Centurio hat mich befugt, in dem ganzen Wald hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Sag mal, was gibt's denn hier zu lachen? Du Asterix, der Römer-Legum. Sag mal, was gibt's denn da zu kichern, du fettes Wildschwein? Wildschwein? Meint er etwa mich, Asterix? Ja, ich mein dich, du Fass! Fass? Und wer ist hier eigentlich dich beim Teutates? Beruhig, Obelix, du weißt doch. Du weißt doch, dass der Römer nicht von hier ist. Der ist bestimmt frisch von den Westgoten her versetzt. Westgotisch? Das klingt eigentlich ostgotisch, Asterix. Nun mischt sich der Knirps von Gaia auch noch ein, oder was? Alle jagt das Sünd. Ich hab die Schnauze gestrichen, voll von euch Geiern. Jetzt gebt mal endlich eure Ausweispapiere, aber plötzlich! Asterix, er fängt an, mich aufzuregen, dieser Römer. Ich hatte gerade einen solchen Gedanken, Obelix. Und was, wenn wir keine Papiere dabei haben? Keine Papiere, nicht klar. Ne? Dann nehme ich euch halt mit ins Lager als Gefangene. Oh ja, eine Schlägerei, schick, 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 und wir sind eingeladen, Asterix. Wie liebenswürd. Ja, finde ich auch. Aber wir passen. Wir sollten dem Römer ein wenig Liebenswürdigkeit entgegenbringen. Was meinst du? Oh ja, gute Idee, ich fang gleich damit an. Nein, Obelix. Du bist mal so grob zu ihm. Du musst das mit Gefühl machen, pass auf. Siehst du, Obelix? Mitgefühl. Und jetzt komm. Ich verstehe jetzt nicht ganz den Unterschied zwischen seiner Liebenswürdigkeit und meiner. Obelix! Ich komme! Das lange Warten auf eine neue Geschichte des Gallischen Kriegers und seines beleibten, Hinkelsteine liefernden Freundes hat endlich ein Ende. Und nach dem Abenteuer rund um die Tochter des berühmten gallischen Häuptlings Vercingetorix im und um das Dorf, geht es nun wieder auf große Reise. Es verschlägt unsere beiden Helden in den Osten und zu einem sagenumwobenen Fabelwesen, dem Greif. Der 39. Band Asterix und der Greif erschien am 21. Oktober 2021 im Deutschen beim Egmont Verlag. Diese stellten mir auch das vorliegende Exemplar zur Rezension zur Verfügung. Daher ein riesiges Dankeschön von meiner Seite aus. Dieser kommt, wie seine Vorgänger, im gewohnten A4-Albenformat mit 48 Seiten. Erwerben könnt ihr ihn aktuell als Soft- und Hardcover. Auch wird es zu diesem Band, wie zum Beispiel zu Asterix der Gallier und Kampf der Häuptlinge, eine Luxusausgabe geben, welche ab dem 5. November erscheinen wird. Das Cover lässt den Leser schon erraten, dass sich unsere drei Freunde in eiskaltes Gebiet begeben. Dabei liegt das Augenmerk zum einen auf dem Totem des Greifen, welches furchterregend und bedrohlich aus dem Boden ragt. Zum anderen haben wir als Blickfang Asterix auf einem Pferd, welcher etwas verängstigt dreinblickt. Komisch, haben er und seine gallischen Freunde doch nur angeblich Angst davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Ja? Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen! Und das bringt uns auch schon zur Handlung des Ganzen. Und ab diesem Moment muss ich eine klare Spoilerwarnung aussprechen. Wer den Band noch nicht gelesen hat, der sollte jetzt pausieren und sich schnellstmöglich auf die Socken zum Kiosk oder zur Buchhandlung seines Vertrauens machen. Die Reise startet in Rom, der glorreichen Hauptstadt des römischen Imperiums. Feldherr und Imperator Julius Caesar ist fasziniert von dem Greifen,
Eine Kreatur, halb Adler, halb Löwe mit Pferdeohren. Um dieses mystische Geschöpf im Zirkus in Rom den Bürgern zur Schau zu stellen, beauftragte er den Geografen Globulus, den Greifen zu finden. Gemeinsam mit dem Centurio Brunacus und dem auf Tierkämpfe spezialisierten Gladiator Austimaus macht man sich also mit einer Armee Legionäre auf den Weg in das im Osten gelegene Barbaricum. Zur gleichen Zeit sind Asterix, Obelix und Druide Miraculix ebenfalls auf den Weg in das Barbaricum. Der alte Schamane Terrine und der Stamm der Sarmaten braucht die Hilfe der Gallier, da der Greif ihr heiligstes Tier ist. Die Aufgabe ist also klar: die Römer in hohem Bogen wieder gen Westen schicken und den Greifen vor den Fängen des Eroberers retten. Kopf hinter diesem Abenteuer ist wie auch bei den vier Vorgängern Jean-Yves Ferry. Der eigentlich aus Algerien stammende Autor ist seit dem 2013 erschienenen Band Asterix bei den Pikten im Boot. Ihm zur Seite steht der in Austin, Texas lebende Zeichner Didier Conrad. Beide setzen das Erbe von Albert Uderzo und René Goscinny fort, welche damals Asterix und seine Freunde ins Leben riefen. Die Handlung dieses Bandes ist anders, als man es von den üblichen Abenteuern gewohnt ist. Das fängt in der Erzählweise an. Während bei Abenteuern, welche nicht im Dorf spielen, meistens der Weg erläutert wird, fällt dieser hier komplett weg. Unsere Gallier befinden sich bereits zu Beginn im fremden Territorium. Zudem nahm Ferry in diesem Band Asterix seinen Zaubertrank. Dieser verliert nämlich seine Wirkung, wenn er gefriert, was bei der Kälte, die im Barbaricum herrscht, recht schnell passiert. Zumindest wissen wir nun, dass sich der Zaubertrank nie als Eis am Stiel etablieren wird. Bei den Zeichnungen fällt auf, dass sich Conrad offenbar viel von Westernfilmen inspiriert haben lassen muss. Neben der Vielzahl an Pferden stechen hier die zahlreichen Details hervor, trotz der Tatsache, dass vieles in den einzelnen Panel weiß gehalten ist. Das hat natürlich zum Vorteil, dass die Figuren sich gut abheben. Bei so manchen Zeichnungen hatte ich das Gefühl, in einem Tarantino-Western im Asterix-Style zu blättern. Wie auch in den anderen Asterix-Alben sind es neben den Hauptfiguren natürlich die Nebencharaktere, welche besonders hervorstechen. Von den drei römischen Anführern der Expedition ist mir vom ersten Lesen der Centurio Brunacus im Kopf geblieben. Anders als zum Beispiel Aerobus aus Streit um Asterix und Hasenfuß aus Trabantenstadt, ist er jemand, der zwar weniger muskulös, aber dafür mehr wie ein alteingesessener und entschlossenerer Anführer daherkommt. Neben dem Schamanen Terrine, welcher Miraculix in seiner Art und Weise erstaunlich ähnelt, sind es hier die Frauen, welche einen Großteil des Heftes einnehmen. Die sarmatischen Frauen sind in ihrem Stamm die Kriegerinnen und nehmen eine starke Rolle an. Mit viel Witz über die Herangehensweise von Asterix und Obelix erinnern sie wie die weiblichen Formen der im Dorf gebliebenen gallischen Krieger. Kommen wir aber nun zum Ende dieser Rezension. Asterix und der Greif aus der Feder von Ferry und dem Stift von Conrad ist ein Asterix-Abenteuer der anderen Art und Weise. Wie bereits mit Tochter des Vercingetorix wurde hier viel Neues versucht und für mich ist es geglückt. Das Abenteuer im Eis und Schnee rund um den Greifen darf in keiner Asterix-Sammlung fehlen und wir dürfen gespannt sein, was sich die Macher für den 40. Band ausdenken. Das war euer Otto und bis zum nächsten Video. Nach Geilen, haben sie gesagt. Die Leute sind nett, haben sie gesagt. Das Geschwätz wäre nur Saxonien geblieben.